Hallo, ich möchte euch jetzt noch kurz unser Jungle Village ein bisschen zeigen. Hallo, wir sind jetzt bei unserer neuen Unterkunft angekommen im Jungle Village und bevor wir jetzt hier komplett auspacken, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie schön es hier ausschaut. Da es jetzt aus Eimern schüttet, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, stehe ich jetzt hier noch im Vordach und fange hier gleich mal an. Los geht's! Nehmen wir den Eingangsbereich, hier steht gleich unser ganzes Gepäck. Hier zwei Stühle und ein kleiner Tisch zum draußen sitzen. Genau, wir haben die Nummer 17. Leni ist auch schon da. So, jetzt gehen wir mal rein. Schuhe ausziehen. Hallo, ich möchte euch jetzt noch kurz unser Jungle Village ein bisschen zeigen, den Außenbereich und nehme euch da einfach kurz mit. Hier geht es zur Anlage rein, die wird abends auch immer, das Tor wird hier zugemacht, schöne Lichter. Hier haben wir unseren Bungalow, hier haben wir jetzt 3 Wochen gewohnt. Sind hier 2 größere Bungalows. Hier auf der linken Seite sind dann so Reihenbungalows, aber alle auch sehr schön, haben alle ungefähr die gleiche Größe. Genau, und dann geht es hier den Weg nach hinten zu den anderen Pools und noch zu weiteren Bungalows. Hier ist jetzt der erste Pool. Genau. Es wird hier immer gebeten. Normalerweise steht hier ein Schild, dass man bitte die Schuhe ausziehen soll. Auf der anderen Seite steht es noch. Genau. Also es sind Außenliegen vorhanden. Auch hier auf der Seite sind dann, oder dort hinten, sind dann auch noch die Sonnenschirme.
geht man, kann man noch zum zweiten, zum hinteren Pool gehen. Hier sind auch noch mal weitere Bungalows. Der ist jetzt für uns als Familie ein bisschen besser gewesen. Hier ist dieses Schild. Genau, dass man bitte die Schuhe ausziehen soll. Genau, hat auch wieder liegen. Und Sonnenschirme sind vorhanden. Und der war jetzt für uns als Familie, wie gesagt, etwas besser, weil es hier einfach auch so einen kleineren Pool gibt. Dort konnte die Linie schön stehen. Ansonsten ist hier immer mal wieder dieser schöne Wasserfallbrunnen an. Genau, nicht immer, aber ab und zu. Was jetzt vielleicht noch zu wissen gibt, wir haben hier insgesamt für die 21 Tage 700 Baht pro Nacht bezahlt. Das heißt, es sind ungefähr so 18, 19 Euro, je nach Wechselkurs. Und hatten wirklich einen schönen großen Bungalow mit einer tollen Küche auch mit dabei, toll ausgestattet. Die zwei Pools. Wenn man jetzt zum Strand, zum Aonang Beach, das ist der nahegelegenste Strand, möchte, fährt man vielleicht gute 7 Minuten mit dem Roller. Also man ist wirklich nur auf der Hauptstraße unterwegs und gleich am Strand. Ansonsten hat man hier auch gleich direkt in der Straße die Möglichkeit, auch essen zu gehen. So ein bisschen kleinere Garküchen, aber wirklich sehr, sehr lecker. Es gibt hier sehr auch zu Fuß begehbar einen schönen Wochenmarkt. Es gibt auch, man kann auch zum Tesco laufen, man hat die Wäscherei. Also man hat hier wirklich alles, was man so täglich benötigt und braucht. Und wir können euch das Jungle Village wirklich nur wärmstens empfehlen. Genau, wir sind jetzt hier in der Nebenanlage. Es gibt noch eine sogenannte Hauptanlage. Dort gibt es auch noch mal einen Pool und ein paar Bungalows. Und, aber wir finden jetzt die Nebenanlage etwas schöner, auch von den Bungalows. Die haben hier einfach auch Küche mit dabei, während in der Hauptanlage eben keine Küche mit dabei ist. Genau. Vielleicht schießen wir da noch ein paar Fotos hoch. In diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt das Jungle Village oder hilft euch weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie uns einfach die Fragen und schickt uns eine E-Mail oder antwortet in den Kommentaren. Und ansonsten einen schönen Tag noch, viel Sonne aus Thailand. Ciao!